Wir befinden uns jetzt im größten Presswerk Europas. Über 200 Pressen formen hier aus hochwertigem Material die Einzelteile der Karosserie und des Rahmens. Mit 1,5 Millionen Kilo Druck formt diese Presse das Wagendach in einem Stück. Einzelteile der Karosserie elektrisch zusammengeschweißt. Unterm Regendach. Auch ein Meteorologe. Ja, ja, er prüft, ob es durchregnet. Von Rhythmus und Lichterglanz ist in Wirklichkeit eine raffinierte Methode, durch Schleifen höchste Präzision zu erzielen. Präzision und ständige Inspektion, auch bei der Zahnradherstellung. Mit schnellem und sicherem Griff setzt dieser Mann die Zahnräder ins Getriebe der Hinterachse ein. Niemand sieht, welch mühevolle Arbeit der Konstrukteure vorausging, um die notwendige Präzision mit der vom Betrieb geforderten Einfachheit zu verbinden. Über 2000 Einzelteile werden in jeden Wagen hineingebaut. Wir
wollen uns die Fertigung eines der wichtigsten Teile, der Kurbelwelle, einmal genauer ansehen. Zur Motormontage. Draußen im Werk die Entstehung des Wagens bis zur Motormontage gesehen. Hier in der Kundendienstschule möchte ich Ihnen nur noch einige praktische Hinweise geben. Wie Sie schon bemerkt haben werden, ist auch der Vergaser leicht zugänglich, wie Sie anhand dieses Modells sehen. Sollte die Leerlaufdüse verstopft sein, so lösen Sie einfach hier diese Schraube. Sehen Sie? Und haben die Düse in der Hand. Pusten durch. Und schon ist der Schaden behoben. Und nun zur Kühlung. Wie Sie wissen, ist der Motor luftgekühlt. Da der Fahrwind nicht, wie zum Beispiel beim Motorrad, an die zu kühlenden Teile heran kann, besitzt der Motor ein Kühlluftgebläse. Der Antrieb erfolgt durch einen Keilriemen. Dieser muss stets so gespannt sein, etwa 20 mm eindrückbar. Er treibt die Lichtmaschine und das Gebläse richtig an. Der Ölkühler, den Sie hier sehen, schützt das Motoröl bei allen Temperaturen und Drehzahlen vor Überhitzung. Und nun, meine Damen und Herren, ehe wir wieder ins Werk zurückgehen, noch eins. Leuchtet diese kleine grüne Lampe hier während der Fahrt auf. Dann bedeutet dies, dass der Öldruck nicht zureichend ist. Wagen stoppen und Fehler feststellen. Sie sehen, man kommt also auch ohne ein kompliziertes Manometer aus, bei dem eine niedrige Druckanzeige dem Laien nur unnötige Sorgen bereitet. Darf ich Sie nun bitten, die Führung zu übernehmen? Selbstverständlich. Darf ich Sie bitten, meine Herrschaften? Schau mal, Klaus, wie leicht die Kupplung geht. Die kann man ja mit den Fingern eindrücken. Na klar, das ist ja auch das Kupplungsspiel. Jede Kupplung muss 10 bis 20 mm Spiel haben, bis sie aushebt, sonst schleift sie. Und es passiert dasselbe, als wenn ein Stümper den Fuß dauernd auf der Kupplung stehen hat und sie damit zum Schleifen bringt. Und hier kannst du auch gleich sehen, wie sie eingestellt wird. Siehst du? So. So was. Aber woher weißt du denn das alles? Tja, gelernt ist gelernt. Aber komm, die anderen sind schon fort zum Fertigmontageband.
5000 Hände haben ineinander gegriffen, um alles das bereitzustellen, was nun an der Endmontage in kürzester Zeit zum ganzen Wagen vereint wird. Beim Futtern. Jetzt auf der Autobahn und so mit 108 durch die Gegend.
Ihr Versandauftrag, Passierschein bitte. Wie bitte? Ach so, ja. Ja, den Passierschein. Ja, den Passierschein. Den haben wir vergessen. Ja, Sie haben noch etwas vergessen. Unser rotes Schild, Inspektion. Vorher abzumontieren. Aussteigen. Also, bester Mann, Sie missverstehen. Wir sind, das heißt, wir wollten... So still und heimlich mit dem Wagen verschwinden. Ach, wo? Erlauben Sie mal, wir sind doch keine Diebe. Och. Wird sich alles herausstellen. Vorläufig raus und da hinein. Hier, Werksicherheit? Ja, Tag Krüger. Na, was gibt's denn Schlimmes? Was? Autodieb in der Schülerführung? Na, so schlimm wird's wohl nicht sein, Krüger. Ist gut, ich komme mit dem Professor rüber. Wie konnten Sie mir das nur antun? Unter meiner Führung? Das ist ja glatter Diebstahl. Aber Herr Professor... Jawohl, Diebstahl! Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Das wollen wir nun doch nicht annehmen. Nein, das können Sie auch nicht. Ich weiß zwar nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, aber sehen Sie, wir haben doch die ganze Geburt eines solchen Wahns miterlebt und sind wie besessen, so ein Ding mal zwischen die Finger zu kriegen. Natürlich war es eine Dummheit, aber... Na, für diesmal wollen wir es gut sein lassen. Für die Zukunft aber gebe ich Ihnen den guten Rat. Wenn Sie unbedingt so ein Ding mal zwischen den Fingern haben müssen, dann werden Sie nicht Ingenieur, sondern Fahrschullehrer. Nicht so temperamentvoll, Fräulein Inge. Im Stadtverkehr fährt man zweckmäßig nicht den höchsten Gang. Warum nicht? Schon wieder vergessen? Mhm. Weil man im zweithöchsten Gang die Fahrt besser beschleunigen kann und umgekehrt durch Wegnehmen des Gases eine größere Bremswirkung erzielt als im höchsten Gang. Sehen Sie, der Schupo gibt gerade den Verkehr frei. Noch schnell einen Gang zurück, Gas und husch über die Kreuzung. Sehen Sie, mit welcher Anzugskraft wir den anderen Adieu gesagt haben? Fein. Aber trotzdem dürfen Sie eins nicht außer Acht lassen. Besonders im Stadtverkehr, an unübersichtlichen Stellen, den Fuß vom Gashebel wegnehmen und auf die Bremse stellen, damit Sie jederzeit stoppen können. Gut. Aber jetzt darf ich wieder einen höheren Gang einschalten. Sie dürfen nicht, Sie sollen sogar. Zu Befehl, Euer Gnaden. Wie im täglichen Leben. Einmal runter, einmal rauf. Stehen wir da? Ja. Und wie fahren wir wieder an? Bergauf. Aber womöglich so, dass ich morgen auch noch Unterricht geben kann. Ganz einfach. Na? Ich lege den ersten Gang rein. Ja. Und gebe Gas. Haben Sie vielleicht noch ein drittes Bein zur Verfügung? Nein. Wieso? Ach, ich stehe auf der Fußbremse. Anstatt die Handbremse anzuziehen. Ja, richtig. Na also. Was habe ich in der letzten Stunde erzählt? Jeder Autofahrer hat beim Verlassen seines Wagens oder beim Stoppen auf ansteigendem Gelände immer die Handbremse anzuziehen. Und wenn die Handbremse einmal nicht funktionieren sollte, was machen Sie dann? Testament. Oh, doch nicht als meine Fahrschülerin. Aber was soll ich denn sonst machen? Vielleicht nach der Mutti schreien? Nützt in diesem Fall auch nichts. Man kann sich da nur mit Denken helfen. Also passen Sie auf. Man versucht mit den Hinterrädern, sacht an einen Widerstand zu gelangen, wie zum Beispiel hier auf den Schotterhaufen. Schön. Ist aber kein Schotterhaufen da. Was dann? Dann sucht man sich ein anderes Hindernis aus. Einen Baum oder einen Kilometerstein. Irgendetwas wird schon da sein. Ich hoffe. Großartig. Dann können wir beruhigt wieder weiterfahren. Sie haben ja gut reden. Ich muss ja handeln. Also... Indem ich gefühlvoll mit dem linken Fuß die Kupplung drehte und gleichzeitig, ebenso gefühlvoll, die Handbremse lockere, gebe ich mit dem rechten Fuß vorsichtig Gas.
ja. Etwas mehr Gas geben. Ja. Prachtvoll, Freundin, direkt begabt. Bin ich auch. Dann beweisen Sie das auch, indem Sie hübsch auf der rechten Fahrseite bleiben und nicht wie alle Anfänger nach links hinüberwechseln. Damit der Wagen über und über bespritzt wird. Auf der rechten Seite war nämlich eine Wasserpfütze, Herr Lehrer. Gott, wie schlimm. Sollte sich das nicht wieder säubern lassen? Schon, aber wer macht das? Und hier noch eine Karte für Sie. Für eine Karte? Ich hatte eigentlich einen Brief erwartet. Sechsmal Benzin gespart. Wieso haben Sie denn als Tankstelle ein Interesse daran, Benzin zu sparen? Ja, Ihr Interesse ist doch unser Interesse. Aha. Kundendienstmann Nummer 1. Richtig? Gibt Vollgas nur im Notfall. Doch das ist ja klar, dass man nicht gleich mit Vollgas anfängt. So hübsch langsam schneller werden und immer schneller. Die Bäume kommen denn schon von ganz alleine in den Kühler. Da mit leichtem Fuß. Aha. Wieder ein Auftrittsverbot. Sei nicht schaltfaul. Rühre immer fleißig im Getriebe rum. Warte nicht erst auf das Schaltjahr. Sorg für richtigen Reifendruck. War sehr aktuell nach der Währungsreform. Gut gepumpt, ist halb gespart. Sehr schön. Halte Luftfilter und Kerzen sauber. Ja, also wenn die Kerzen erstmal verdreckt sind, wird ja schon ein Licht aufgehen. Und mach es wie die Wirtschaftsbehörden. Vermeide jeden unnötigen Leerlauf. Sehr Spaß. Verzeihen Sie bitte, sind Sie nicht... Nein, nein, ich bin nicht da, deswegen, ich sehe nur so aus wie ich. Ach, haben Sie damals wirklich... Zu spät? Ich kann Ihnen keine Auskunft mehr geben. Ich bin nur noch einen Filmmeter auf der Leinewand. Och. Guten Tag, Frau Hildebrand. Was steht zu Diensten? Alles. Ich stehe zur Verfügung. Sagen wir zunächst mal mit 20 Liter Benzin. Wird sofort erledigt. Also, ich fülle Ihnen einen Liter Öl nach, gnädige Frau. Ja, bitte. Aber ich möchte dickes Öl. Davon möchte ich Ihnen abraten, gnädige Frau. Wieso, warum? Die Erfahrung, die sich immer mehr durchsetzt, lehrt, dass man auch im Sommer dünnflüssiges Öl verwenden soll. Natürlich dürfen es nur hochwertige Markenöle sein. Dünnflüssige Öle sind deshalb vorzuziehen, weil mit ihnen der Motor viel leichter in Gang zu setzen ist und sie nach dem Start viel schneller zu den Schmierstellen befördert werden als dicke Öle. Na, wozu braucht man denn überhaupt dicke Öle? Lediglich für ausgeschlagene Motoren und zur Herstellung der Zweitaktmischung. Interessant. Mein Ölhorizont umfasst wie bisher nur Salat und Hautöle. Allerdings auch sehr wichtig für Frauen. Ihr Verständnis erfreut mein Geschlecht. Aber nun zurück zur Sache. Wenn ich es also richtig verstanden habe, gehört den dünnen Ölen die Zukunft. Sehr richtig, gnädige Frau. Dass diese Öle allen Anforderungen gerecht werden, geht bereits daraus hervor, dass heute schon einige der größten Automobilfirmen für ihre neuen Fabrikate für Winter und Sommer die gleiche dünne Ölqualität vorschreiben. Na, da dürfen mein Motor und ich aber nicht rückständig bleiben. Ich muss sagen, Sie verwöhnen meinen Wagen. Die Freude unseres Kunden an seinem Wagen ist auch die unsrige. Und das ist aber nett. Wenn Sie es immer so machen, wird das Autofahren ja zum reinsten Vergnügen. Hallo, hallo? Schnell dem Motor einen neuen Tank. Bitte sehr. Die Windschutzscheibe, blitzblank. Sehr freilich, besten Dank. So viel Poesie bei Öl und Benzin, wenn das der selige Goethe gehört hätte. Hätte er sich bestimmt ein Auto gekauft. Charmant, der Wunsch. Charmant. Verrückter Kerl, wie der fährt. 70 Sachen mindestens. Das ist der Klaus mit dem Autokoller. Autokoller ist gut. Kennen Sie den? Und ob ich den kenne. Aber passen Sie aufs Tempo auf.
Oh Gott, auf Straßen innerhalb des Stadtgebietes nicht über 40. Also bitte. Und der da wird nicht weit kommen. Sehen Sie, hat ihn schon. Ihr Papiere bitte. Ja. Ach, Herr Wachtmeister, die habe ich wirklich vergessen. Vergessen? Ja. Kleine Spritztour gemacht und so. Ach, aber Herr Wachtmeister. Tja, wir müssen den Wagen sicherstellen. Kommen Sie bitte heraus. Mensch, Bergmann, wie geht's? Du, hör mal zu. Wie bitte? Was wünschen Sie? Aber Bergmann, du wärst doch nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Aber Herr Bergmann, Sie kennen diesen Herrn doch sehr gut. Nein, keine Ahnung. Na nun, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Sie? Oh, das ist aber wirklich nett von Ihnen. Aber ich hatte meine Papiere vergessen und da... Und das ist nun mein lieber Freund Klaus wieder tief in der Patsche. Aber du hilfst mir doch. Also bitte, ich habe nicht so viel Zeit. Herr Wachtmeister, ich kenne diesen Herrn, der ist Monteur bei Neumann. Können Sie das beweisen? Ja. Ja, sicher. Ich fahre gleich hin und hol die Papiere. Nein, nein, so haben wir nicht gewettet. Ich fahre mit. Aber bitte, Herr Wachtmeister. Und was jetzt nun? Nun los, fahren Sie hinterher zu Neumann in die Werkstatt. Dann können Sie sich gleich umschauen. Nach Klaus? Klaus! Klaus! Wo steckt denn der Bengel wieder? Er ist doch nicht zurück, Meister. Na, der denkt wohl, ich bezahle ihn bloß fürs Autofahren, was? Was machst denn du hier, Peter? Trichter säubern. Trichter säubern. In Zukunft sagst du Luftfilter. Verstanden? Sonst blamierst du die ganze Innung. Ist gut, Meister. Hier, Meister. Sehen Sie sich das mal an. Peter, schau dir mal den Kolben an. Was fällt dir daran auf? Ehrlich gesagt, gar nichts. Junge, Junge, jetzt bist du ein halbes Jahr hier und was hast du gelernt? Nichts. Oskar, sag du ihm Bescheid. Der Kolben hat gefressen. Meint er. Dabei ist er aber nicht dicker geworden, wie du das wirst, Peter, sondern ganz elend und abgeschabt. Und seht euch das mal an. Seht ihr hier die Riefen? Hm? Also, dann will ich euch das mal erklären. Wenn man morgens beim Starten zu lang die Starterklappe zieht, läuft eine Menge Kraftstoff die Zylinderwand runter, verbrennt nicht, wie beim warmen Motor, sondern spült das restliche Öl von der Zylinderwand weg. In diesem Querschnitt eines Zylinderblocks zeigt der rechte Pfeil auf den Kolben, der linke auf die Zylinderwand. Hier verwandte man schlechtes oder zu dickes Öl, das nicht schnell genug nachgefördert werden konnte. Unvernünftigerweise hat man die Maschine dazu noch hochgejagt. Seht ihr, der weiß gezeichnete Ölfilm reißt ab. Das Öl wird immer weniger, die Kolben werden heiß, dehnen sich aus und schon ist es passiert. Der Kolben hat gefressen. Ja, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Nämlich, wenn man mit zu wenig Öl fährt. Und das Öl muss man mal wechseln. Nicht mal, sondern alle 2000 Kilometer. Damit die ganzen Rückstände, die Ölkohle, Metallabrieb, Kondenswasser und so weiter rauskommen. So, mein Junge. Und jetzt weißt du Bescheid. Guten Tag, Meister Neumann. Tag, Bergmann. Haben Sie eine Panne gehabt? Ich nicht, aber den Klaus hat Polizeistreif erwischt. Die Polizei? Ja. Was hat er denn nun wieder ausgefressen? Papiere, die Polizei wartet. Ach. Tag, Herr Klaus. Ich dachte, du bist mir untreu geworden. Nee, Meister. Ich hab nur meine Papiere vergessen. Du Dilskopf, du. Du hast dich wie ein Anfänger benommen. Anfänger? Den Eindruck hatte ich aber nicht. Ach, sieh mal an. Verstehen Sie denn auch schon was vom Autofahren? Ich sage nur 10. Fahrstunde. Naja, das reicht ja dicke hin. Also los, fix an die Arbeit. Der Wagen muss bis heute Abend fertig werden. Großer Gott. Da ist ja alles kaputt. Na, alles nicht. Winkel und Scheibenwischer hängen ja noch dran. Aber die Kotflügel, die Räder und die Stoßstange. Wie kann denn sowas passieren? Typischer Fall von Rücksichtslosigkeit und Fahrlässigkeit. Das verstehe ich nicht. Ganz einfach. Der Fahrer begegnete nachts einem Wagen, der nicht abgeblendet hatte. Das ist aber wirklich rücksichtslos. Dagegen kann man sich ja nicht mal wehren. Ja, wehren nicht. Aber man muss in einem solchen Fall so klug sein und rechts ranfahren, das Tempo mindern oder sogar anhalten. Das werde ich mir gut merken. Hoffentlich. Sonst kommen Sie auch noch mal mit so einem ramponierten Wagen zu mir. Aber jetzt Schluss mit diesem Thema. Vielleicht wollen Sie das alles gar nicht so genau wissen. Ganz im Gegenteil.
Ich möchte so schrecklich gern in alles eingeweiht werden. Schade. Was? Schade? Dass ich dazu heute keine Zeit mehr habe. Ich bin nämlich im Dienst. Aber vielleicht ein andermal. Abends. Nein, nein, nein. Zum theoretischen Unterricht braucht man viel Licht, Herr Klaus. Meinen Sie, wirklich? Mhm. Ja, dann vielleicht morgen Nachmittag? Gut. Also kurz nach 6 vor der Fahrschule Bergmann? Mhm. Die Mehrzahl der Verkehrsunfälle ist leider auf Unachtsamkeit, Rücksichtslosigkeit und Unkenntnis der Verkehrsvorschriften seitens der Kraftfahrer zurückzuführen. Doch, doch, beruhigen Sie sich, meine Herrschaften. Es ist leider so. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefert die ungenügende Überprüfung des Fahrzeugs auf Verkehrssicherheit. Das Wichtigste davon ist, Freilinge, die Bremsprobe. Ganz recht. Und wie führen Sie die durch? Nach einer kleinen Strecke Garagenausfahrt bremse ich schnell, steige aus und betrachte mir die Bremsspur. Sollte die nicht einwandfrei sein, fahre ich sofort in die nächste Reparaturwerkstatt und lasse die Bremsen nachstellen. Hoffentlich führen Sie das auch immer durch. Man nimmt sich zwar sehr viel Gutes vor, jedoch die Ausführung zeigt ganz andere Bilder. Die Verkehrssünder. Die Sünden der Passanten? Nein, mein liebes Fräulein, nicht immer nur die Passanten. Auch die Kraftfahrer haben ihr angemessenes Schuldkonto. Man muss immer mit unerwarteten Vorkommnissen rechnen. Also mir könnte das alles nie passieren. Sie sind ja auch ein lieber Engel. Na, und wenn wir alle Engel wären, wie würde es dann aussehen? Schön wär's. Und mit dieser erfreulichen Aussicht wollen wir nun für heute auseinandergehen. Ah! Guten Tag. Guten Tag. Wie war die Fahrschule? Oh, danke. Sehr nett. No, dann sind Sie ja bald perfekt. Tja, man müsste im Augenwagen haben. Sie haben doch jeden Tag welche. Was soll ich da erst sagen? Nanu, ich denke, Sie haben einen Wagen. Wo? Nein? Wozu gehen Sie denn in die Fahrschule? Weil ich so gern Auto fahre und keine andere Möglichkeit habe. Herrlich. Also auch Autokoller. Mhm. Naja, wir müssen uns im Vorläufig mit der Theorie begnügen. Schadet auch nichts. Was nützt einem ein Wagen, wenn man ihn nicht kennt? Ganz richtig. Die Leute meinen immer, ein Auto ist ein totes Ding. Dabei stimmt das gar nicht. Es hat schon so sein Eigenleben, in das man erst eindringen muss, das mit viel Liebe und Verständnis behandelt werden will. So ähnlich wie
Ja. So wie ein Reitpferd? Richtig. Sonst kann man nämlich allerhand Unangenehmes erleben. So zum Beispiel ein Freund von mir, wissen Sie, auch einer, der zu seinem Wagen keine persönliche Einstellung hatte, der kam eines Tages in eine ganz verteufelte Situation. Hätte er keinen Schutzengel gehabt, wäre er bestimmt draufgegangen. Also stellen Sie sich mal Folgendes vor. Der Fahrer fuhr durch eine Riesenwasserlache. Statt nun auf festen Boden eine Bremsprobe zu machen, fuhr er frisch drauf los. Sein Schutzengel redete zwar auf ihn ein. Halt an, halt an. Deine Bremsen sind nass. Mach eine Bremsprobe. Halt an. Der Bahn überkam. Nicht aussteigen, zurück. Nicht die Starterklappe ziehen, der Motor ersäuft. Leg den zweiten Gang rein. Fahr mit dem Anlasser. Schnell, schnell. Aufregend. Ich habe direkt Herzklopfen. Dann können Sie sich auch denken, wie damals meinem Freund zumute war. Und ob. Aber wie hat er denn dann seinen Motor wieder angekriegt? Ja, nachdem er seinen ersten Schock überwunden hatte, besann er sich auf eine alte Fahrschullehre, nämlich auf die Entlüftung. Erst Zündung ausdrehen, dann Anlasser drücken, 10 Sekunden Vollgas. Ja, dann ging es natürlich wieder wunderbar. Solche Kniffe muss man natürlich wissen. Bergmann hat uns von diesen Sachen noch nichts erzählt. Ja, dann quetschen Sie ihn in der nächsten Stunde mal tüchtig aus. Mach ich. Aber sagen Sie mir bitte noch, wie kriegt man nasse Bremsen wieder trocken? Ja, nasse Bremsen. Da, was Sie nicht alles wissen wollen. Aber ich glaube, dazu können wir uns direkt ein bisschen setzen, ja? Ja. Also, bitte. Hopp. Danke. So, also die Bremsen. Man tritt während der Fahrt im kleinen Gang so lange auf die Bremse, bis das Wasser in den Bremstrommeln durch die Reibung, die Hitze und so verdampft. Großer Gott, wir fahren ja! Na herrlich! Wir steuern links, wir steuern rechts. Wir geben Gas. Wir hupen. Tut, tut. Ach, wenn wir doch einen Wagen hätten. Tja, wenn das Wenn nicht wäre. Ach, lieber Gott, schick uns doch ein Auto. Wenn auch nur für ein paar Tage. Gibt es denn gar keine Möglichkeit? Doch, doch, Herr Tietke. Ich sehe sogar schon für morgen früh eine Möglichkeit. Das ist ja großartig. Hier, geben Sie mal erst eine dicke Importe aus Weiler im Allgäu. Vielen Dank, Herr Tietke. Aber was ich Sie noch fragen wollte, fahren Sie den Wagen heute noch selbst? Ich? Ach nee, mein Bedarf ist gedeckt. Sie werden mir das Ding fahren. Ich? Ja, bitte, bitte, gerne. Aber... Na, ich will Ihnen mal was sagen. Jede Sache hat mehrere Möglichkeiten. Aber Autofahren nur zwei. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Ich kann es jedenfalls nicht. Davon hat sich meine Frau auch überzeugt, wie ich neulich bei Hertie im Schaufenster gelandet bin. Ja, ja, Herr Tietke, die Schaufenster haben sie an sich. Na jedenfalls, ich nehme jetzt einen Chauffeur. Wozu sind denn schließlich die Chauffeure da? Die Leute wollen ja schließlich auch leben. Allerdings, da haben Sie recht. Ist ja schließlich Ihr Beruf. Mhm. Herein. Übrigens, darf ich Ihnen gleich den jungen Mann vorstellen, der morgen Ihren Wagen nach Weiler bringen wird. Das ist unser Klaus. Na, der sieht ja recht vertrauenerweckend aus. Also, junger Mann, dann gute Fahrt. Und grüßen Sie mir meine Hanni, meine Frau. Und sagen Sie ihr, nächste Woche komme ich gesund und frisch nach per Autobus. Hallo Inge. Du, der liebe Gott hat prima funktioniert. Wir fahren. Heute schon. Nee. Wagen abliefern. Was? Das geht nicht? Ach, Engelein, natürlich geht das. Na also, aber ich muss vorher noch den Wagen abschmieren lassen. Das hier ist das Badezimmer des Autos. Ich staune. So luxuriös habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Oh, du wirst gleich noch mehr staunen.
Das Auto macht nämlich eine fast größere Toilette als die verwöhnteste Frau. Aber mein Herr, übertreiben Sie nicht. Ach, meine Gnädigste, darf ich Sie vom Gegenteil überzeugen? Eine Wendung von 90 Grad und die Aufklärung beginnt. Ihr, meine Dame, bekommt der Wagen eine Schutzölung, genau wie Sie sich einölen, bevor Sie sich in die Sonne legen. Allerdings mit dem Unterschied, dass er gegen Rost geschützt werden muss. Aus diesem kühlen Grunde ist das auch kein Nussöl, sondern eine Spezialmischung von verschiedenen Mineralölen. Aber mein Herr, in so hochgeschraubter Stellung mache ich das aber nicht. Sie haben ja auch keine Blattfedern, die entlastet werden müssen. Erlauben Sie mal. Ja, ich wollte damit nur sagen, der Wagen befindet sich ja nur deswegen in so gehobener Stellung, damit der Rostschutz auch richtig zwischen die Blattfedern dringen kann. Ich verstehe und entschuldige. Aber nun weiter. Diesen Vorgang, meine Dame, könnte man wohl mit Ihrer allabendlichen Reinigung vergleichen. Die autokosmetische Anleitung schreibt nun 1 Liter dünnes Motorenöl zum Spülen vor. Mhm. Nach einigen Minuten Leerlauf des Motors ist der ganze Schmutz gelöst. Ole, meinst du, das ist gut? Ja, du kannst den Motor abstellen. Ich lasse das Spülöl ab, füll du Motorenöl auf. Poren des Autos, genannt Lager, werden aber nicht mit Vaseline, sondern mit Spezialfett oder Öl, je nach Ansprüchen des Fabrikats, abgeschmiert. Mein Herr, von jetzt ab verbitte ich mir jeden weiteren Vergleich. Sehen Sie sich mal den Schmutz an. Aber meine Gnädigste, Sie laufen ja auch nicht 1000 Kilometer, bis Sie sich wieder auffrischen. Auch die Lenkung bekommt Ihr Teil ab. Dass ich vollkommen infiziert bin. Ich sehe in dieser Ölung bereits den Vergleich mit dem Einreiben unseres Hautfältchenöls. Womit Sie nicht ganz Unrecht haben. Allerdings haben Sie bei einer eventuellen Unterlassungssünde den Vorteil, dass Ihre Fältchen nicht quietschen. Oh. So, meine Dame, damit wäre die Toilette des Autos beendet. Für die nächsten 2000 Kilometer sind wir startbereit. Wollen Sie bitte einsteigen? Danke sehr, mein Herr. Lieber Klaus, eins möchte ich dir noch sagen. Zwischen dem elegantesten Auto und der primitivsten Frau besteht trotzdem ein gewaltiger Unterschied. Nämlich, wir Frauen lassen uns nicht so hinter die Kulissen gucken. Sagen Sie bitte, welche ist die günstigste Strecke nach Weiler? Weiler? Im Allgäu. Da fahren Sie Autobahn bis Köln und dann rechtsrheinisch weiter. Mhm. Aber wenn Sie morgen früh am Rhein sein wollen, dann fahren Sie am besten gleich heute Nacht los.
sehr. Hier bringt sie Glück. Und? Ja, uns. Steuern ist eine ausgesprochene Männerangelegenheit. Irrtum, mein Lieber. Bergmann hat mir gesagt, dass ich sehr begabt bin. Mag sein. Aber weißt du, Frauen am Steuer waren zu 90% gefühlvoller als Männer. Oh, und wer hat dir das gesagt? Auch Bergmann. Na, dieser alte Schwerenöter muss es ja wissen. Weiß er auch. Darf ich jetzt? Liebe Inge, ich glaube, solange ich neben dir sitze, bestimmt nicht. Charmanter Mann saß, der mir sagte, solange er am Steuer säße, hätte ich dort nichts zu suchen. Nein, kann ich mir gar nichts vorstellen. Nimm mich ein Stück mit, mein Benzin ist alle. Kannst du nicht lesen, da drüben steht's doch groß genug. Musik.
derzeitig ausgegangen? Ja, so ähnlich. Steht Ihr Wagen noch weit ab? Nee, nee, nicht der Rede mehr. Nanu, hier war doch eben eine Tankstelle. Oh ja, warum haben Sie... Klaus, der Mann ist ja verschwunden. Halt mal an. Och, der kann ja nicht rausgefallen sein. Nein, hier bin ich. Was machen Sie für Scherze? Dumme. Wieso dumme? Weil Sie doch rauskommen. Ich habe nämlich gar kein Auto. Was? Sie haben? Und der Benzinkanister? Ist ganz was anderes. Hier, bitte. Wollen Sie mal diesen Hebel in Bewegung setzen? Wissen Sie, mein Kanister ist nämlich gar kein Kanister. Das heißt, er ist doch ein Kanister. Aber kein Benzinkanister. Sondern mein Reisekoffer. Ja, aber wozu denn das alles? Autokoller. Autokoller? Autokoller. Hei, wie das braust. Wenn uns der Wind die Sturm um den Wagen weht, das du tust. So nur gefällt uns diese Welt. Uns liegt der Autokoller im Blut. Autokoller. Immer hinein. Immer hinein. Immer hinein. Immer hinein. Tritt aufs Pedal und gib Gas, es kann ja nicht schöneres sein. Wenn so die Gegend vorüberzieht, als wie ein flüchtiger Saum, fühlen wir göttliche Abend uns über Zeit und Raum. Hui wie das saust, hei wie das braust, hei wie das braust. Wenn uns der Wind die Sturm und den Wagen weht, das tut Autokoller. Wir wollen fahren, immer nur fahren, wenn wirklich rund um die Welt. Denn nur im Autokoller. Im Autokoller. Im Autokoller. Im Autokoller.